Willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt sehe ich wieder meine Kamera, wie ich mich aufnehme. Das ist immer eine schlechte Idee, weil ich dann nämlich ja, mich davon ablenken lasse. Ich muss quasi etwas davor packen. So, der Timer läuft auch. Oh, okay, jetzt stecke ich hier in meiner... hier drin fest. Ich gehe mal kurz wieder runter. Ich wollte ja noch erstmal... will ich später auf den Grund gehen, warum da oben Blut runtertropft. Hallo, kleine Fikuspflanze. Mache ich hier... ich mache hier selber Fußabdrücke. Oh Gott. Okay, nein, ich will jetzt nicht filmen. Okay. Hier in der Toilette... kann ich da durch? Nein, da kann ich nicht durch. Okay. Okay, hier... war gerade... was? Verschlossen? Da war doch gerade noch jemand. Wieso kann ich da jetzt nicht mehr rein? Okay. Okay, ich muss anscheinend... weil ich wollte da jetzt rein. Gucken, was da ist, aber ich darf anscheinend nicht. Kann ich hier was trinken? Ich habe Durst. Hallo, hat jemand $1,75 für mich? Für eine Cola. Ich brauche die gerade. Okay, kann ich hier was machen? Mensch. Stück Gedärm klauen und eine Cola. Stück Gedärm und eine Cola, natürlich. Hätte ich doch gerne. Hier, think before you trash. Ja, Mr. Trashback. Think before you, Mr. Trashback. Tür zu. Aus Prinzip, alle Türen immer schließen. Röms. Okay, merke, ich muss weglaufen. Ich kann nicht irgendwas anderes machen. Okay, in die Richtung geht's nicht. Doch, in die Richtung geht's auch weiter. Wie war nochmal? Nachtsichtmodus. Ah, nee, so kann ich Batterien wechseln. Nee, das wollte ich nicht. N für Nachtsicht. Nee. Wie kann ich nochmal Nachtsicht aktivieren? Fuck. F. Okay. Kann ich das wegstoßen oder so? Okay, ich sehe scarige Dinge. Okay, so ist der automatisch an. Hier falle ich wahrscheinlich runter. Fuck, zu spät aktiviert. Fuck. Wo kam die jetzt her? What the fuck? Da. Nee. F. Jetzt ist es verschlossen. Mann, Leute. Könnt ihr nicht machen. Hauptsache, das Blut tropft hier fleißig weiter runter, ne? Okay, hier ist keiner. Es wird gespeichert! Warum wird hier gespeichert? Ich mag das nicht, wenn gespeichert wird. Die Bibliothek, klar. Wow! Heilige Scheiße! Oh! 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 What the fuck? What the fuck? Heilige Mutter Gottes! Hauptsache, hier hängt eine kopflose, tote Leiche, die mir mal kurz hier entgegenschwingt. Sorry fürs Übersteuern. Ha! Fuck! Fucking hell. Uff, noch einer. Heilige Mutter, da hängt noch einer. Heilige Mutter Gottes, ey. Was macht... uff. Die Varianten sind Haupteingang vom Security-Sicherheitsterminal öffnen. Sie können... ja, ich möchte hier auch gerne raus. Kannst du mir glauben? Fuck, ey. Es ist hier verdammt dunkel. Ich sehe hier gar nichts ohne die... Scheiß Kamera.
Heilige Fuck. Heilige Scheiße, ey. Ach ja, meine Kamera ist fast leer, das ist ja beruhigend. Ja, ich weiß, meine Kamera ist fast leer. Ich bin in einem Bereich, wo ich was sehe. Okay. Durchatmen. Durchatmen. Fuck! Fucking hell. Was geht da unten ab? Oh, fucking hell. Notizen. Ich bin drin. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht in Flaschen an einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research System. Murkoff hat seit langem aus angeblich Wohltätigkeitsprojekt Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld aus dem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied der Art speziell wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich mich auf dem Weg hier rausmachen wollte. Ich bin hier. Oh. Okay, ich muss hier nochmal in den ersten Teil reingucken, weil ich hatte. Nee, das war nichts. Tabulator. Dokumente. Hier geht's nämlich noch weiter. Das hatte ich nämlich vergessen zu lesen letzte Folge. Anmerkung: Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies bedeutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Bluträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung: Die einzige Person namens Traeger, die in den Wissenschaften aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Systems Project wurde Mount Massive CO. Okay. Zurück. Schließen. Fuck. Well, fuck. Da geht's irgendwo lang. Ich muss meine. Fuck, ich sehe nichts, ey. Oh Gott. Schließen. Hier sehe ich gar nichts. Oh, aber eine Batterie. Eine Batterie, Gott sei Dank. Oh, Batterie, okay. Das heißt, ich kann die gleiche austauschen. Hier ist nichts weiter. Aus Batterie tauschen. Schön im Dunkeln, weil es Spaß macht, ne? Okay, raus hier. Batterie schon. F, Nachtsicht aus. F, Nachtsicht an. Hier kann ich nicht durch. Okay, Kamera aus. Drei Batterien. Ich muss mit Batterien sparsam umgehen, glaube ich. Aber es scheint auch so, als ob ich alles erkunden muss, um hier. Als ob ich alles erkunden muss, um genug Batterien zu haben. Weil sonst stehe ich einfach im Dunkeln und komme nicht weiter. Scheibenkleister. Verschlossen. Okay. Da geht's noch irgendwo hin. Da geht's. Hier geht's nicht irgendwo hin. Hier geht's. Hier ist. Okay. Dann würde ich Unterlagen. Die muss, wenn ich mich durchzwänge, passiert. Da ist nochmal Luftschicht. Ah, ich muss nach Luftschächten gucken. Ah, ich muss hier nach Luftschächten gucken, sonst verpasse ich nach irgendwas. Okay. Little Fake. Wah! Was? Wah! Scheiße! Wah! Weg, weg, auf! Was zum. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Was in drei Teufels Namen?
Neues Ziel. Fliehe aus der Nerven, nutze den Sicherheitsterminal, um den Hauptaufgang zu öffnen. Was? Neue Notizen, ich habe was zu vorlesen. Nein. Der Informant. Krankenbericht. Ich bin drin. Fliehe aus der Nerven, benutze den Sicherheitsterminal, um den Hauptaufgang zu öffnen. Meine Kamera ist noch da, Gott sei Dank. Alter Verwalter, was geht denn hier ab? Okay. Dead bodies everywhere. Viele, 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 viele bunte Wege zum Gehen. Oh, ich will hier nicht über Lungen lang gehen müssen. Okay. Okay, ich merke, Toiletten sind das ist eine Batterie. Batterie. Gott sei Dank, ey. Okay, Toiletten sind Batterie, Supply-Räume, habe ich das blöde Gefühl. Fuck. Aber ich glaube, mit dem Controller, ich könnte das hier nicht mit dem Controller spielen. Keine Chance. Ich könnte das hier nicht, ich habe 3 Batterien, okay. Ich könnte das hier nicht mit dem Controller spielen. Keine Chance. Da geht's runter, oh Gott. Lebt der noch? Hallo Mister! Hallo Mister! Da hat wieder einer versucht anzurufen. Oh Gott, eine Akte. Okay, neue Akte. Neues Dokument. Ich habe was zum Vorlesen, endlich! Scheiße, dieses Spiel. Fuck! Vollziehungsbefehl. Murkoff Corporation, Abteilung Vereinigte Staaten. Vollziehungsbefehl, Fallnummer irgendwas betreffend den Zugriff auf Psychiatric Zentrum Mount Massive, Murkoff Psychiatric Systems, Mount Massive, Wilderness Area, Country Road 112. Das ist die Notrufnummer. Hilfe. Okay. Eidesstattliche Erklärungen wurden von den Direktorenausschuss, wurde vor dem Direktor seitens des Murkoff Hardline Security MHS, Murkoff Hardline Security MHS geliefert, der Grund folgender Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Umweltschäden? Das nennt ihr Umweltschäden? Seid ihr wahnsinnig? Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corp. oder Ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS und oder aufgrund der Umstände, die entsprechende Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Ja, danke. Zurückschließen. Der ist ja noch ganz gut beisammen, oder? Ich glaube, der lebt noch. Ich glaube, der lebt noch. Guckt ihn euch an. Der lebt doch noch, oder? Bitte sagt mir, dass er noch lebt. Ich kann mich ducken. Ich kann mich hier. Oh, ich hätte mich mal ducken sollen über irgendwo. Hallo PC, ist das ein Alienware? Puh, fuck. Hat er noch Augen? Keine Ahnung. Proclaim the Gospel. Das muss ich gerade mal aufnehmen. Proclaim the Gospel. Okay, da geht's einfach nach unten. Ich will nicht nach unten. Noch mehr Tote. Alles schön mitfilmen. Ich muss ihn auch nochmal filmen hier. Schön so durchs Nasenloch oder so. Hallo. Hallo. Ich bin bescheuert. Wusstet ihr, dass ich bescheuert bin? Okay, ich soll anscheinend in den Raum auch noch rein. Ich will ja hier alles aufzeichnen, ne? Ich will ja Beweise haben. Für die Dinge, die hier passieren. Was? Was? Zum Schließen? Ich will nicht schließen. Noch ein Toter, der mich anspringt. Hallo. Irgendwas springt mich hier gleich an. Ich weiß es. Fuck, ich habe Angst. Fuck, fuck, die. Fuck, fuck. Das ist eine Tür, eine weitere Tür. Oh Gott, ich hasse Türen. Ich hasse Türen. Du springst mich an. Nein, du springst mich nicht an. Oh, fuck, die fuck, fuck, fuck. Heilige Mutter Gottes, ey. Maria und Josef. Tag. Hallo, guten Morgen.
Oh, die Batterie ist schon wieder leer. Okay, Nachtsicht aus. Hier sind wir anscheinend im Archiv. Oh Gott, Nachtsicht an. Okay. Okay. Kamera aus. Was? Ich will hier nicht lang. Ich will hier nicht lang. Ich will hier weg. La 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 la. Ich will da nicht hin, da nicht hin, da nicht hin. Fuck. Fuck, 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 fuck. Warum ist die Folge noch nicht vorbei? Ich muss noch 5 Minuten. La 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 la. Okay, hier geht's auch nochmal weiter. Shit, hier ist noch ein Raum. Dieser Sound. Keine Tür! Sicherheitspolizist, okay. Kann ich das aufheben? Okay, hier brauche ich wenigstens kein Licht. Kann ich das. Hallo? Funkgerät! Okay, hier ist nichts. Nichts von Bedeutung. Hier war auch nichts. Okay. Ich will da keine Batterie verschwenden, ne? So, gehen wir wieder in den mittleren Raum. Ich spring dir ins Gesicht! Bumm! Oh! Ich stehe auf. Uah. Ich springe dir ins Gesicht. Proclaim the Gospel. Oh, fuck. Bin ich da schon gewesen? Da bin ich auch nicht gewesen, ne? Ich bin hier noch nirgendwo gewesen. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Okay, ich muss den Sicherheitstempel finden. Hier komme ich nicht durch. Korrekt. Keine Chance, okay. Hallo. Bewegt er sich? Fuck. Okay, und... Wo geht's denn hier hin? Security Room. Oh, ich muss in die Richtung. Security Room. Electric Room. Library. Reflection. Cafeteria. Chapel. Okay, ich möchte gerne in die Cafeteria. Ich hätte gerne Kaffee. Ich glaube, ich mache gleich erstmal einen Kaffee, bevor ich die nächste Folge aufnehme. Library. Das hat Electric Room nach unten. Okay, Electric Room ist unten. Security Room ist da lang. Ich soll anscheinend da lang. Ich will nicht da lang. Da ist, auf der hinten Exit steht, ich will da nicht lang. Puh, okay. Also, ich habe das blöde Gefühl, ich sollte jetzt hier lang gehen. Okay, da bin ich noch nicht gewesen. Da muss ich noch lang. Ach, wisst ihr was? Ich fühle mich hier relativ sicher, wisst ihr das? Oh, voll der Ninja-Sprung. Ich würde sagen, wir nehmen uns hier nochmal unseren Kollegen hier. Wir verstecken uns jetzt kurz mal hier unten drunter. Lalalala. Wir kuscheln den Kollegen hier, proclaimen den Gospel da oben. Ne? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Outlast Proclaim the Gospel. Ja, es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich dann mehr für die nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Das wollte ich nicht. Ciao.